Und da ist jetzt nämlich meine Frage. Habt ihr Bock, dass ich das hier auf YouTube vielleicht auch regelmäßig bringe? Möchtet ihr das vielleicht hier auch öfters gerne sehen? Ah, da sind sie. Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feed the Beast Infinity. Und wie einige wissen, ist das ja momentan so ein Livestream-Projekt, was ich zurzeit am vollführen bin oder durchführen bin. Und ich wollte heute einfach mal hier eine Runde aufnehmen, denn ich möchte euch darüber, über etwas in Kenntnis setzen. So rum. Und zwar, gleich zum Anfang. Ich habe es jetzt endlich geschafft, dank Hilfe, dass wir, oh, ich muss mal ganz kurz hier alles rausnehmen an Cyanid, was wir haben. Und dann ballern wir hier mal unser Plutonium rein. So, und er müsste jetzt wieder Strom produzieren. Ja, und jetzt müsste das Ding auch wieder hier laufen. Sehr schön. Und wir gucken mal, ob wir von dem, nee, haben wir nicht. Haben wir denn noch Plutonium? Ich müsste eigentlich noch, ja, da haben wir sogar noch drei Blöcke. Die räumen wir jetzt nämlich direkt in unseren Reaktor, damit der jetzt heute schon mal wieder auf Hochtouren läuft. Und alter Schwede, okay. Wir haben echt einiges an Zeug einzusortieren. Ja, ich muss hier ein bisschen was jetzt einsortieren oder aussortieren, besser gesagt. Das wird jetzt ganz kurz ein bisschen Arbeit werden. Aber in der Zeit kann ich nebenbei mal quatschen. Also, ich habe es jetzt geschafft, dank Hilfe, dass wir auf OBS Studio praktisch den Livestream nebenbei in einer besseren Qualität aufnehmen, als ich zum Beispiel streame. Die Qualität, die ich streame. So, und das hat folgenden Aspekt. Wir können jetzt praktisch die Livestreams, die ich aufnehme nebenbei, immer schön auf YouTube hochladen. Da gab es bisher aber ein Problem, ein großes Problem. Und zwar war das Problem folgendes, dass die Musik, die ich im Livestream gehört habe, die ist ja GEMA-lizenziert meistens. Und dadurch konnte ich die Livestreams nie wirklich hochladen, weil das auf YouTube einfach nicht geht. Und da haben wir es jetzt geschafft, das so einzustellen, dass meine Musik nicht mit aufgenommen wird. Das heißt, ich kann jegliche Livestreams ab sofort einfach, wie ich will, schneiden, rendern, hochladen und euch hier zur Verfügung stellen auf YouTube. Und da ist jetzt meine Frage. Ich habe jetzt momentan hier dieses Projekt Feed the Beast Infinity, was im Livestream echt unnormal gut ankommt. Muss man wirklich sagen. Also den Zuschauern gefällt das Projekt wirklich gut. Viele sagen auch im Livestream, ey, macht richtig Fun, Kevin. Das gucken wir uns richtig gerne an bei dir, Feed the Beast Infinity. Und da ist jetzt nämlich meine Frage. Habt ihr Bock, dass ich das hier auf YouTube vielleicht auch regelmäßig bringe? Möchtet ihr das vielleicht hier auch öfters gerne sehen? Ah, da sind sie. So, ich muss hier gerade den ganzen Endstone. Das ist richtig hardcore nervig. Ich guck mal, ob ich jetzt schon wieder ein bisschen Platz im System habe. Ja. Jetzt kann ich schon mal ein paar Dinge einräumen. Das ist nämlich das, was ich wollte. So, weil da war nämlich kein Platz für die meisten Sachen. Wir müssen hier auf jeden Fall etwas Platz schaffen in meinem ME-Terminal-System hier. Oder in meinem ME-System. Wir werden da heute im Livestream auf jeden Fall größere Festplatten bauen. Und da ist nämlich jetzt die Frage, habt ihr Bock darauf? Ich würde dann die Videos entweder so schneiden, dass ich von jedem Livestream irgendwie immer so die besten 10 rausnehme. Obwohl, das wäre schon sehr, sehr aufwendig. Das kriege ich, wenn ich nebenbei 8 Stunden streame, nicht hin. Aber ich könnte es so machen, dass ich die runtercutte, die Videos quasi. Dass ich die aufsplitte in 20-Minuten-Parts und dann kommt jeden Tag ein Part. Das würde bedeuten für Leute, die zum Beispiel sagen, boah, ich schaffe das gar nicht, die ganzen Livestreams von Kevin zu sehen, dass ihr trotzdem hier auf YouTube den Content geliefert bekommt, den ich im Livestream normalerweise zeige. Boah, hier kriegen wir aber richtig viel Iron, ey. So, Moment, da tun wir das nochmal wieder rein, den ganzen Lapis. So, und dann nehme ich erstmal das ganze Iron und das baller ich jetzt nämlich hier in die Kiste, weil hier lief sowieso die ganze Zeit Iron durch. Ihr seht, ich habe schon echt ordentlich viel und ich werde euch heute schon mal auf den aktuellen Stand bringen, was ich hier so geschafft habe in Feed the Beast Infinity, wo ich aktuell dran bin, damit einfach ihr, die Leute, die das jetzt hier gerade schauen, wisst, was ich vorhabe, wo ich dran bin momentan und, ja, wo es hingehen soll. Das Problem ist gerade nur, ich traue mich noch nicht ins End zu gehen, weil ich das Gefühl habe, dass im End die Plattform, auf der ich immer spawne, abgebaut ist von der Quarry. Denn ich habe im End eine Quarry am Laufen, die das komplette End gerade auseinanderpflückt. Also die baut da alles ab, damit einfach keine Endermen mehr irgendwo spawnen können. Denn ich habe vor, eine riesen Enderfarm zu bauen und das ist das Ding. Deswegen, ich weiß, das ist jetzt auch gerade hier nichts Spannendes, dass ich das System aussortiere. Das Problem ist halt nur, die wichtigen Dinge, die werden dann weggeschmissen gleich die ganze Zeit. Und das wäre so ein bisschen, naja, nicht so optimal, wenn das passieren würde. Deswegen tue ich jetzt gerade hier so ein bisschen aussortieren. Cobblestone vor allen Dingen, den brauchen wir gar nicht so dringend. Den können wir jetzt erstmal hier reinballern, aber ich mache jetzt erstmal hiermit weiter, dass wir den ganzen Endstone wegbekommen.
So. Zack. Oh, so rum. Und ich würde sagen, ich packe mal eben von meinem Equipment viele Dinge jetzt hier ins ME-System. Einfach mal eben zur Sicherheit eben. Die will ich auch nicht verlieren, die auch nicht. Ich kann auch die komplette Rüstung mal eben reinpacken. Oh, nur das Erstsigil will ich benutzen. Wenn ich jetzt meinen Ring und mein Erstsigil verliere, ist das kein Problem. Ich will nämlich sehen, wie das jetzt ist im End. Ob ich runterfalle oder nicht. Nee, das ist nicht abgebaut worden bis jetzt. Okay, sehr geil. Aber ihr seht hier, guckt euch das an. Die Quarry, die ist hier einfach alles am Auseinanderpflücken. Die komplette Insel gerade, die wird abgebaut. Da bin ich dabei. Also das wird echt noch lange dauern. Die wird bestimmt noch eine Woche durchroden müssen. Und heute ist mein Plan. Ich möchte gerne meinen Atomreaktor automatisieren, dass der durchgehend immer Energie produziert und alles. Und meine ganzen Quarries und so nicht mehr stoppen über Nacht. Und mein ME-System will ich so groß machen, dass ich da auch keine Probleme mehr mit habe. Ich wollte eigentlich, dass der Stone, hier der Endstone, dass der automatisch aussortiert wird. Aber das habe ich nicht hinbekommen. Man kann keine Diamond-Item-Pipeline an die Ender-Quarry anschließen. Das geht leider nicht. Ja, und dann wisst ihr schon mal Bescheid. Also das End habe ich schon mittlerweile geschafft. Ich habe einen riesen Atomreaktor. 11x11 ist der. Ja, der läuft hier durchgehend. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch Plutonium gleich. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen mal Gas geben hier, Leute. Mit dem Wasser und so vor allen Dingen. Da müssen wir nochmal jetzt ein Bucket rausholen. So, zack. Oh. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich heute meinen Reaktor automatisiert kriege. Deswegen seid ihr alle herzlich eingeladen. Um 16 Uhr geht der Livestream los. Da werden wir hier weitermachen an dem ganzen Projekt. Und das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt, ja? Und, ja, wir machen jetzt erstmal so lange noch hier den Kram, sortiere ich weiter aus, damit, wenn wir dann gegen Nachmittag wiederkommen, hier nicht einfach alles überladen ist wie sonst was, ne? So, zack. Also ihr könnt gerne reinschalten, 16 Uhr beginnt der Livestream, www.twitch.tv/gtimetv. Ja, und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt, dass ich praktisch die Livestreams re-uploade, denn ich plane auch zum Beispiel hier nach, wenn ich das fertig habe, Sky Factory 2.5 zu spielen. Das ist ja jetzt vor kurzem neu rausgekommen. Und ja, wie gesagt halt, ist auch eine Idee, die ich vorhabe umzusetzen, Sky Factory 2.5 zu Let's Playen. Oh, zack, aber halt im Livestream. Und das Chillige ist halt beim Livestream, ich kann die Sachen einfach in Ruhe dort zocken und dann kann ich die danach auf YouTube euch re-uploaden. Und das, finde ich, ist das Geile, weil dann habe ich so gesehen, das Let's Playen von Videos und das Livestream in einem. Und genau da wollte ich nämlich drauf hin, dadurch, dass ich so viel streame, fehlt mir einfach die Zeit, richtig aufwendige Videos zu machen. Ich würde auf jeden Fall gerne einmal im Monat ein so ein aufwendiges Video bringen, indem ich sage, ich bringe einmal im Monat so einen Stream-Best-of, wo ich dann halt die lustigsten Szenen aus einem Monat Livestream zusammenpacke. Das würde heißen, zum Beispiel, wenn ich jetzt das erste Mal das im Juni mache, dann würde Ende Juni das Livestreaming-Best-of von Juni 2016 kommen. Und sowas zum Beispiel jeden Monat. Da ich ja, wie gesagt, ein Fulltime-Streamer bin, ist das für mich natürlich eine super geile Sache, wenn ich das so machen kann. Und meine Community sagt, ja, finden wir mega geil. Dann, wenn ich keine Zeit habe, mal YouTube zu Twitch zu schauen, kann ich mir ja nachträglich die Livestreams auf YouTube geben, so nach dem Motto. Und ja, fände ich auf jeden Fall eine coole Sache, wenn wir das so hinbekommen würden und ihr da auch Bock zu habt. Müsst ihr mir einfach dann, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben. Ich denke auf jeden Fall, dass es eine geile Sache werden könnte und vor allen Dingen für euch auch richtig cool ist, da ihr jetzt dann richtig viel Content demnächst auf YouTube erhalten werdet. Oh, was mache ich denn da? Bin ich eigentlich jetzt ganz bedeppert, ey? Das ist echt, also, ne? Ich bin ja so, gerade muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen überfordert mit meinem ME-System, weil ich einfach so viel Scheiße hier drin habe, die ich loswerden muss. So, den ganzen Cobblestone, den können wir jetzt auch erstmal hier rausnehmen. Den brauchen wir nämlich nicht. Der nimmt einfach nur Unmengen an Platz weg. Genauso auch der Limestone, da machen wir auch nochmal ein bisschen Platz. Also wir haben jetzt schon mal ordentlich was aussortiert. Ja, hier leuchtet auch einiges wieder grün. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch ordentlich Platz. Hier haben wir schon wieder Cyanid. Und ja, unser Plutonium ist auch schon wieder aufgebraucht. Also der Reaktor, der scheint hier echt einiges zu tun zu haben. Es lädt sich auch meine Captica oder wie auch immer man das nennt, Bank nicht mehr auf. Dadurch, dass ich einfach zwei Quarries am Laufen habe auf voller Power. Eine ist nämlich im Deepland und deswegen wird heute auch die Folge etwas länger. Ich will euch ja, wie gesagt, auf den aktuellen Stand bringen. Ich bin schon mittlerweile im Deepland gewesen. Ich muss mal eben meine Rüstung und alles raussuchen. Armor. Oh Gott, habe ich jetzt hier, ja. Bounce. So, zack. Dann holen wir das erstmal alles wieder raus, weil wir sterben nicht, wenn wir da runterfallen momentan. Dann ist das schon mal ziemlich safe.
So, die Pickaxe nehme ich auch mit. So, und dann ziehen wir das erstmal an. Oh. Ja, da ist der Orb drin, okay. In der anderen war der nämlich nicht drin. So, dann machen wir das so, so, so. Ich zeige euch erstmal, was ich habe. Also, wenn man hier reinkommt, hier soll der Eingang zu meinem Haus werden. Da muss ich noch heute einen Aufzug und so reinbauen. Hier ist dann die Haupthalle. Hier haben wir einen, unsere Tinkers Construct Schmieden. Die laufen hier auf Hochtouren die ganze Zeit. Die sind immer schön am Einschmelzen. Hier unten soll es zu einem riesen Serverraum gehen. Den bin ich zurzeit am Bauen. Also hier kommen dann riesige Driver-Systeme von ME hin. Das bietet auf jeden Fall mehr als genug Platz für dann für ganz viele Items dann. Ich will das je nachdem auch noch erweitern, dass das ein riesiger Serverraum wird. Hier wollte ich dann irgendwelche Farmen und so hinbauen. Also ich bin noch aktuell sehr viel am Machen. Ich habe mittlerweile einen Angels Ring und ganz viele Herzenkanister, die sehr oft rumbuggen. Ein Stärkeamulett und ja. Hier hinten haben wir dann den Blutaltar mit einer Hexenfarm da drüber. Hier drüber sind ganz viele Hexenspawner. Der Blutaltar ist mittlerweile auf Tier 5, sage ich eigentlich immer. Hier drunter ist ein Ritual, das macht, dass die Hexen nicht geopfert werden direkt, sondern die werden immer kurz angehittet und dann geht Blut in den Altar rein. So gesehen habe ich dadurch jetzt unendlich Blutzufuhr. Das heißt, mein Orb lädt sich von alleine dauerhaft die ganze Zeit auf und ich kann damit ordentlich, ja, was reißen. Im End habt ihr schon gerade gesehen, habe ich eine Ender Query aufgestellt, die gerade das komplette End am Abbauen ist, damit ich dort eine mega krasse Ender Farm bauen kann. Und hier läuft zurzeit auch eine Query. Ich gehe mal schnell hier hin, weil wenn ich im Dunkeln bin, kriege ich Schaden. Da seht ihr das auch. Die baut hier fleißig zurzeit alles komplett ab. Da scheint es nur gerade ein Problem wieder mit Lava zu geben, die wir wahrscheinlich wieder löschen müssen. Dann werden wir mal ganz kurz schauen, dass wir das übernehmen. So, zack. So, dann haben wir den Mensch auch weg. So, und dann kann die Query da wieder Gas geben. Also ihr seht hier in den Deepland arbeitet auch gerade eine Query. Meine Idee ist auf jeden Fall irgendwann richtig viele Queries am Laufen zu haben und ein riesen ME-System, was einfach fast gar nicht voll werden kann, weil es einfach viel zu groß ist. Aber erstmal müssen wir die ganzen Ressourcen dafür haben. Ja, und hier seht ihr halt einfach, habe ich meinen riesen Atomreaktor mit ME-System am Laufen. Etliche Sachen. Also ich bin schon relativ gut vorangekommen, aber ich bin noch nicht so weit, dass alles richtig heftig ist. Ich habe noch nicht mit Zaumcraft, mit Draconicum oder wie es heißt, angefangen. Also hier gibt es noch richtig, richtig viele Dinge, die ich machen kann. Hier ist mein Portal ins End. Und ja, ihr seid herzlich dazu euch eingeladen, euch das im Livestream anzuschauen. In der Regel streame ich immer ab 16 Uhr. Es gibt im Livestream unten ein Feed-Feature. Das ist sowas wie Tweets machen, wo ich dann immer reinschreiben kann, wenn der Stream ausfällt oder wenn ein Stream stattfindet. Da seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Und ja, vergesst auf jeden Fall nicht, in die Kommentare eure Meinung zu schreiben, wie das jetzt aussieht mit dem, mit der Sache, bezüglich die Livestreams auf YouTube nachträglich hochzuladen, gecuttet, also in Parts gecuttet. Das heißt, dann würde es das Projekt geben mit Part 1, Part 2, 3, wie mit Craft Attack halt. Das würde dann darauf hinauslaufen, dass halt so ein Projekt hier richtig, richtig viele Parts hat auf YouTube. Einfach, weil ich das auch sehr, sehr viel im Livestream spiele. Ich weiß gar nicht, wie weit ist meine Statistik mittlerweile. Also ich bin jetzt hier schon bald bei 2 Tagen played. Also das heißt, ich habe schon fast 48 Stunden auf diesem Server hier verbracht. Und ja, wie gesagt, in Videos könnt ihr euch ausrechnen, das wären schon einige Videos, die ihr auf YouTube so gesehen verpasst habt. Kann ich jetzt leider nicht ändern, aber ab jetzt kann ich das dann gerne hochladen, weil jetzt habt ihr dann ein Update. Dann würde morgen schon die erste Folge kommen, wenn ihr sagt in dem Video, ja, wir haben da richtig Bock drauf. Also ich würde sagen, wenn ihr da echt Lust zu habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Vielleicht lasst da auch ein Däumchen da oben da, damit könnt ihr das auch zeigen, wenn ihr wollt, dass ich das Technik-Modpack auf YouTube auch noch zusätzlich bringe. Wie gesagt, die Livestreams hochlade und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht sogar dann mit dem Video, was, ja, was ich dann hochladen werde. Wir werden jetzt noch ein letztes Mal hier schnell Wasser reinmachen. Dann habe ich genügend Plutonium, wenn ich dann nachher online komme und keinen Strom mehr habe für den Reaktor und alles. Dann habe ich davon genug. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.